Hallo YouTube und willkommen zu einer weiteren Folge von Avorion. Wir sind durchs westliche Tor gehüpft, wieder ein Stückchen weiter in die Galaxie rein. Ich glaube, das ist jetzt hier die Fraktion, wo die da angegriffen hat. Denn tatsächlich ist es da hinten, eine Station zu gründen, für mich, glaube ich, viel zu unsicher. Vielleicht kann ich das tatsächlich ein Handelsbezirk wirklich in meinen Staatssektor machen. Was da so alles möglich wäre. Da bin ich ja auch noch ganz stark an überlegen, wegen wir kommen immer näher, unsere erste Station bald zu gründen. Muss ja jetzt erstmal unser ganzes Titan, was wir hier durch Frax geholt haben, erstmal rausholen. Warum die in Clinch sind, die beiden Fraktionen, weiß ich natürlich nicht. Möchte auch nicht unbedingt herausfinden, warum. Ressourcen raffinieren alle. Los geht's. Alles Metallschrott, das ist schon mal sehr gut. So, hier machen wir jetzt. Anstatt zum Verkaufen geht nichts. Trinium ist hier noch nicht. Ich würde mal sagen, bevor wir hier nicht groß Zeit verschwenden, springe ich mal direkt in einen anderen Nachbarsektor. Wir warten ja tatsächlich drauf, dass wir endlich bessere Abfraglaser kriegen. Ja, berechnet. Sprungroute wird berechnet, bitte warten. Und weiter geht's. Was haben wir da? Frack. Das ist ein Recyclehof. Nein, danke, mein Freund. Ich werde hier nicht schwarz recyceln. Also das Trinium, ne, keine Trinium-Teile, das sind Naoni-Teile. Habe ich ja sowieso nicht den richtigen Laser für. Die Schiffe von Schiffsdesign her sieht das ziemlich nice aus. Oh, ein Labor. Eine Forschungsstation ist nicht schlecht. Dann können wir mal gucken, ob wir irgendwas haben, was wir zusammen forschen können. Güter handeln, an Station verkaufen. Wir haben jetzt nichts, was sie wollen. Forschen. Das ist schon mal gut. Davon haben wir schon mal 5. Das können wir schon mal gut machen. Forschen. Können wir sonst noch irgendwas machen? Tatsächlich nicht. Handels 3, das ist ein Risiko zu groß, damit's.
Beam erforschen können wir jetzt tatsächlich nicht. Gibt es hier irgendwo eine Formation, wo man noch was vermuten könnte? Da. Fliegen wir mal weiter. Es ist wirklich ein Frachtschiff geworden. Dann sollen wir noch anderes erwarten. So, erstmal erster Scheck überhaupt, anstatt zu verkaufen. Hier geht nichts zu verkaufen. Gut, dann sind hier nur Stationen. Eine Jägerfabrik, ist ja auch schon mal interessant. Eben durchs Asteroidenfeld fliegen, gucken wir mal, ob man irgendwas findet. Okay. Auf zum nächsten. Hier sind Motoren, ne? Da möchte ich hin. Ich weiß, dass ich Helium geladen habe. Wenn ich Helium irgendwo verkaufen kann, werde ich es verkaufen wegen Fracht und so, ne? Station verkaufen. Ich hab nichts. Aber Wasser, so ein Wasserding wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, ne? Als Anfangsstation wirklich so eine Wasserstation scheint wohl sehr rentabel zu sein. Zumindest für den Anfang. Irgendwo noch eine Stadt, irgendwas verdächtige formationstechnisch. Ne, da ist hier so ein dicker Asteroid von Naonit. Da werde ich, glaube ich, nichts irgendwie finden in dem Thema. Da hinten Information. Aufpassen, aufpassen. Ich darf mich nicht zerstören. Nächster Sprung. Wo würde der hingehen? Da hoch. Einmal hier gucken. Einmal kurz Luki Luki machen. Okay, hier versteckt sich nichts.
Was haben wir hier? Ein Handelsposten. Wow, schön. Ich hab nichts davon. Schon meinen nächsten Sektor anfordern. Ah, nächsten Sektoren schon mal anvisieren. Gehen wir mal kurz noch durch die Astros fliegen. Irgendwie brauchen wir eine kleine Werft. Ich würde gerne ein kleines Schiff in Auftrag geben. Was dann nachher sagt, wie viel wir brauchen, um eine Station zu kriegen. Okay, das ist wieder ein farmbarer Sektor. Ich bringe ihn nachher mal zurück. Aber ich denke, hier werde ich was finden. Hier ist nur so ein dicker Klotz, deswegen werde ich hier wohl nichts finden. Da rechts würde ich was vermuten, aber ich gucke hier auch mal. Dass die Titanenbrocken auch immer so aussehen, ne? Natürlich ist das hier eine langwierige Geschichte, was wir hier spielen, aber langsam aber sicher kommt man voran. Das ist so verlockend mit den ganzen Sektoren, die ich hier aufgedeckt habe im Thema Meinen, ne? Das Problem ist, wir haben auch schon ewig keinen Ausrüstungsstock mehr gesehen. Und einen guten Handel abgeschlossen haben wir auch schon lange nicht mehr. Da ist es dickeres. Da muss irgendwas sein. Das muss doch irgendwo ein Geheimversteck sein. Komm schon. Und hier wird nichts sein, weil da wieder so ein gigantischer Brocken ist. Wird auch nichts drin sein, oder? Nee.
Fliegen wir mal da schnell hin. Nope. Nichts Lohnendes in so einem Sektor. Ein einnehmbarer Asteroid. Konnte ich den übersehen? Mine gründen, Kohlemine, Ölbohrturm. Ja, da bin ich ja weit von weg. Asteroiden verkaufen. Koordinaten habe ich ja schon gesetzt, können wir hier gleich direkt hinfliegen. Das sind nur Tore, wa? Bringen wir mal durch das Tor. Zack. Wir haben hier ein Wurmloch noch weiter rein. Wir haben ja nichts zu verlieren, oder? Dieser Sektor wird von der Fraktion angegriffen. Aber liebe Freunde, das war's dann auch mit dieser. Das war's dann auch mit dieser Folge, wenn. Denn wir werden jetzt, ja. Den Kampf nicht weiter beobachten, sondern werden bald durchs Tor springen. Und bis dahin, ciao, euer Possi.